Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Rayman 2. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich das dritte Level nochmal wiederholt und beendet habe und somit das vierte freigeschaltet habe. Doch, wir werden nochmal das zweite Level wiederholen. Einfach aus Gründen. Diese Gründe sind zum einen, ich habe einen Käfig übersehen und somit 5 Lums dadurch auch nicht mitgekriegt. Und ich weiß nicht, wie man die Bonus-Level ansteuert, von daher tut es mir leid, ich werde wahrscheinlich dann nochmal gucken müssen, wie ich da hinkomme. Ich habe auch schon geguckt, also wenn ich hier weiter zurückrenne oder sowas, keine Ahnung, geht halt nicht. Egal, wir gehen jetzt hier rein und dann gucke ich mal, wo sich diese letzten 5 aufhalten. Keine Ahnung. Wo die halt sind. So. Als erstes einmal, wir brauchen viel mehr Leben. Bis jetzt ist mein Verdacht halt, dass ich irgendwo, naja, noch einen weiteren Weg übersehen haben könnte. Aber, na, wie sich halt gerade ergibt, wir sehen nichts. Also von irgendeinem weiteren Weg. Was auch noch sein könnte, okay, egal. Gut. Da schon mal nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. By the way, ich weiß nicht, ob es alles gespeichert bleibt, so wie es ist. Sprich, nicht, dass ich jetzt nochmal irgendeinen Käfig hier doppelt öffne, weil der wieder auftaucht. Aber ich glaube, eigentlich hat Ubisoft das schon so gemacht, dass es dann nicht dazu kommt. Also, hoffe ich mal, wie gesagt, ne? Ah, ich weiß, wo ich noch nicht war. Da konnte ich auch vorhin noch nicht hin. Ist die Frage. Aber hier kann ich definitiv nicht schwimmen, das weiß ich. Naja. Oder kann ich hier schwimmen? Ich glaube nein, hier war auch Gewässer. Oder? Ich könnte es riskieren. Ich mach's gleich mal. Heißt ja nicht umsonst nur Risk No Fun, ne? Okay. Wir müssen eh nochmal dahin. Von daher bietet es sich eh an. So. Achtung, wir sterben direkt. War klar. Deswegen auch das Schild da vorne. Also. Hätte ich mir auch sparen können. Oh. Genial, ich habe jetzt kurz eine Sekunde nicht drauf geachtet. Ah, passt schon. Try again. Wir starten immerhin mit halb vollem Leben. Das ist mal ein ganz gutes Symbol. Oder ganz gutes Zeichen, je nachdem, wie man es sagen möchte. Hm.
Da hoch können wir nicht. Die Rutschpartie nehmen wir mit. So, und jetzt, was ich halt meine, ist, dass eventuell da drüben was ist. Aber, na hier, ihr seht ja. Oder muss... Ah, Moment, ich habe eine Idee. Vorausgesetzt, das klappt. Moment mal. Warum ist dann... Ja, es muss ja dann irgendwie gehen. Ich bin auch zu kurz. Ja, dann keine Ahnung. Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist von da ganz oben. Halt als letzte Möglichkeit. Oder hier ist irgendwo einer versteckt. Aber auch nicht. Okay. Das könnte sogar hinhauen von hier oben. Ja, das haut hin. Das haut hin. Hätte ich sogar vorhin schon drauf kommen können. Also vorhin allein schon beim letzten Mal drauf kommen können. Gut, das erklärt zumindest auch, warum da jetzt ein Tunnel ist. Weil nur so kommen wir natürlich da lang. Man sollte die Schlagentaste und die Sprungtaste auf jeden Fall nicht verwechseln. Wäre schon mal ganz praktisch. Okay, wir haben auf jeden Fall da einen der Lumps auf jeden Fall. Wenn ich dann jetzt auch noch... Ja. Schnell genug wieder das wiederhole. So, ich brauche die Kamera, deswegen muss ich eine höhere Ebene begehen. So. Ich wollte nämlich das hier eigentlich machen. So schlagen halt. Falls nämlich irgendwas kommt, dann kann ich einfach... Naja, ihr seht es ja schon. Das erklärt aber immer noch nicht, warum uns dann noch vier weitere unter Käfig fehlen. Die müssen ja auch in der Theorie oder in der Praxis ja hier sein, irgendwo in der Nähe. Okay, hier schon mal nicht. Also im ersten Bereich ist schon mal nichts mehr. Jetzt kommen wir in den zweiten Bereich. So, und hier hatten wir das Problem, oder was heißt das Problem, die Kleinigkeit, dass wir uns da nicht richtig umschauen konnten. Was natürlich mit der schnell vorhandenen Fixcam zu tun hat. Ich halt jetzt überall nachprüfe quasi. Ich weiß nicht. Irgendwie traue ich dem Ganzen noch nicht so ganz. Okay. Dann war es das hier auch. Oh, Moment. Hier riecht doch ganz klar was. Help. Schreien. Ja, ist hier irgendwo auch der Käfig. Ja, da oben. Aber dafür muss ich da hinten hin. Wie komme ich denn da hin? Ah, ich habe eine Vermutung.
die nicht funktioniert hat. Okay, entweder muss ich noch höher oder ich habe halt gerade einfach verhauen. Okay. Hier können wir auf jeden Fall noch höher, hier können wir noch höher. Vielleicht muss ich auch da. Okay. So, noch höher kann ich nicht. Gar nichts, also... Gut, ich kann ja noch weiter mal rumklettern. Wenn es das jetzt noch nicht ist, halt, dann... Ja, und kann ich da oben noch weiter hochklettern? Nein. So. Und auch das ist zu kurz. Okay. Ich würde mal behaupten, wahrscheinlich können wir hier gar nicht das mehr erreichen, den Bereich. Den Käfig da. Und somit habe ich eigentlich sogar Zeit verschwendet. In der Theorie. Denn... Wenn ich jetzt noch nicht holen kann, weil mir irgendeine Fähigkeit natürlich logischerweise fehlt. Obwohl, nein, das... Oder? Würde Ubisoft das aus dem ersten Teil so übernehmen? Weil im ersten Teil war es auch noch nicht möglich, ein Level wirklich komplett abzuschließen. Das erinnere ich mich noch dran. Daran erinnere ich mich noch dran. Aber ob sie das wiederholen... ob sie das wiederholen würden, ist eine andere Frage natürlich. Sprich, ich muss das dann nachher mal nachgucken. Wahrscheinlich ist das auch einfach eine ganz plumpe und einfache Geschichte, warum es jetzt nicht ging. So. So. Da ist der Schalter. So, und ich habe ein Video gesehen. Das muss ich mal zugeben. Moment, wie war das noch? Ich glaube, von hier und dann. Nee. Hä, wie hat er das denn gemacht? Irgendwie hat er sich auf jeden Fall hier durchgeklitscht. Und brauchte somit dann den Schalter nicht mehr drücken. Aber egal. Kann ich halt nicht. Dann mache ich auch nicht. Alter, geh mir halt nicht auf den Senkel. Oha, im Nahkampf machen die ja richtig ekelhaft Schaden. Und ihr habt gesehen, man hätte eben noch schnell hochklettern können. Durch einen kleinen Sekundenverzögerung, die leider natürlich hat. Aber ich habe es natürlich wieder nicht Naja. Ich habe es natürlich wieder nicht hinbekommen. Und tschüss. Ja, muss ich das halt nochmal wiederholen, das Level. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Ist ja nur irgendwie... Hoppla. Ist ja halt nur tausendmal irgendwie denselben Bereich durchlaufen, aber hey. Kann halt passieren. Und hier haben wir ja die Fähigkeit mittlerweile. Und die haben wir auch erst im...
letzten Part gekriegt. Moment. Ich will nur mal sicher gehen. Nicht, dass das hier irgendwie derselbe Bereich ist, nur in optisch anders. Nein, okay, hier ist das nicht mit dem Wasser. Entschuldigung, mein Gehirn macht halt komische Sachen manchmal. So, Maschine können wir halt getrost ignorieren, weil wir die ja schon im letzten Mal zerstört haben. Oder in einem der letzten Male. Und jetzt heißt es halt nur noch herausfinden, was hier los ist. Und ich weiß, ich nuschel ein bisschen. Das liegt jetzt aber gerade irgendwie daran, dass ich mehr oder minder ein bisschen trockenen Hals habe. So. Hier war auch nichts weiter, das weiß ich noch. Ja, es ist nur noch der eine Käfig, der fehlt. Heißt, eine Fähigkeit, die auch logischerweise fehlt. Hm? Warte, was? Diese Luftströme. Hä? Brauchst du mir doch nicht extra erzählen. Das habe ich doch... Habe ich das beim letzten Mal nicht gekriegt, die Info? Und deswegen erzählt mir das? Ich weiß nicht. Das Lispeln nervt mich gerade ein bisschen selber. Vielleicht liegt es auch einfach gerade daran, dass meine Zunge nicht ganz mitspielt, warum auch immer. Hat Gründe. Keine Ahnung. Hallo? Na gut, dann ist klar, dass ich da noch nicht hin kann. Wenn ich vorher in diesen Wind rein muss. Obwohl, ich glaube, beim letzten Mal konnte ich auch dann in den Wind rein schon. Yep. Alles doch ganz cool eigentlich. Aber ich sehe hier auch keinen weiteren Käfig, ne? Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Nein, Blödsinn. Wie gesagt, man hört ja auch diesen Hilfeschrei einfach. So. Ja, dann tut mir leid. Dann ist das für euch leider ein ungünstiger Moment gewesen, wieder ein paar zu gucken von mir. Es tut mir leid. Aber wir haben immerhin ein Loom mehr als beim letzten Mal. Ja, komm, hör mir auf. Ja. Dann muss ich da später nochmal rein. Ich guck mal ganz kurz nach der Zeit, wie lange wir schon aufnehmen. Okay, 18 Minütchen. Das ist natürlich noch nicht so viel. Ja, dann gucke ich noch eben in Level 4 rein, weil ich will euch das leider nicht noch schlecht machen hier jetzt, den Part. Von daher, ab rein damit uns 7 Käfige, 50 Lums zu finden. Es ruckelt ganz kurz, tut mir leid, wegen rein- und raustappen. Ich brauche einen zweiten Bildschirm, definitiv. Ich weiß das alles, kein Problem. So, Frage ist, ob ich mir das Spiel auf den zweiten Bildschirm packe oder das Aufnahmeprogramm. Ich glaube, ich würde das bevorzugen, auf dem zweiten Bildschirm nur das Aufnahmeprogramm offen zu haben. Einfach auch schon, weil es mehr Sinn macht. Hauptbildschirm ist ja auch dafür da zum Zocken. Und daher der Zweitbildschirm dann etwas kleiner ausfallen wird. Einfach nur wegen halt, ja, Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, weil ich streame auch den Chat. Na. Mal sehen. Es lädt mal wieder lange. Dazu kommt übrigens auch bald eine Umfrage wegen den Ladebildschirmen. Ob ich sowas bei allen Spielen rausschneiden soll, sofern sie halt doppelt und dreifach vorkommen. Sprich, wenn ich jetzt hier noch 4-5 Mal reingehe ins Level, dass ich dann das rausschneiden würde. Oder ob ihr sagt, nee, lass mal Ladebildschirm drinne. Aber das müsst ihr dann ja wissen. Wie gesagt, ich mache dann die Umfrage, sobald es ansteht, und dann passt das schon. Sekündchen dauert es noch. Ach ja. Notfalls kann ich das ja auch gerne so zusammenschneiden, dass solche Ladebalken durchladen. Habe ich, glaube ich, im ersten Part sogar gemacht, dass da der Ladebalken
ein kleines Stück schneller lädt, als er wirklich geladen hat. War zwar nicht ganz unproblematisch, aber es hat geklappt. Also, was soll's. Ja, was soll ich sagen? Wir haben jetzt noch knapp über den Daumen gepeilt 6 Minuten für das Level vielleicht, um es auf 100% zu bringen. Wird interessant. Sagen wir es einfach so. Wie gesagt, ich werde eh beim ganzen Let's Play noch 2-3 Mal in manche Level rein müssen. Also wenn ich jetzt das hier nicht auf 100% schaffe, weil jetzt einfach die Zeit auch zu knapp wird wegen Ladebildschirm, dann kann es vorkommen, dass ich die Level dann einfach im späteren Verlauf nochmal neu spiele, quasi. Also haltet euch das einfach mal als Info im Hinterkopf. Das heißt, es werden häufiger solche Parts kommen, wo ich Level neu spiele. Oder erneut spiele, können wir auch sagen. Okay, das dauert jetzt echt ein bisschen zu lange. Kann auch sein, dass ich einfach das ganze Gespräch rausgeschnitten habe. Nein, okay, egal. In der Zwischenzeit, das Gefangenenschiff, Sklaven an Bord 22.730. Na, machen Sie wieder den Witz, dass Sie da hinten Zahl immer ändern? Ja, nein, vielleicht. Tut mir leid, es ruckelt, wie gesagt, weil rein raus tappen ist blöd fürs Spiel. Na, na, na? Nee, okay, den Witz haben sie jetzt nicht erlaubt. In Klingenbarts persönlichen... Ach, hätte ich... Du zahlst doch. Wer wagt es, mich zu stören? Eure Schrecklichkeit, er ist in... Was? Du inkompetenter Idiot! Schickt das Kriegsschiff und verschlichert ihn. Na egal. Er darf die vier Masken nicht in seine schmutzigen Finger bekommen. Okay. Jetzt gibt es nur noch 999 Lumens zu finden. Okay, Ubisoft, so kann man auch Lumens loswerden, die man eigentlich hätte finden sollen. Frechheit, da vorne ist was. Achso, hi. Wie kann ich mit dir... Ah! Hier kannst du Leben und Kraft gewinnen. Und du hast genügend Lums, um einzutreten. Huch! Das wollte ich gar nicht! Hoppla! Hä? The Time Race. Oh, okay, okay, okay. Dann kommt halt das statt das Level. Klar, leg einfach eine 2D-Textur in die Luft und dann kletter mal da dran. Läuft bei dir. Ach, egal. Ah, schön, dann haben wir jetzt doch noch irgendwas, was unerwartet kam. Oder tatsächlich unerwartet kam. Oh. Da habe ich jetzt natürlich, ganz schön was verhauen. Den wollte ich ganz gerne doch noch mitnehmen dann. Und da bin ich rausgefallen aus dem Level. Ja, come on, sagst du und ich kann noch nicht mal was sehen. Du bist lustig. Und ich hab... Ah, okay, warte, wenn wir da oben spawnen, dann fahre ich das ja doch gerne. Also den... So. Ja, wir aktivieren auch so die Hitbox, mal abgesehen davon. So, und jetzt...
Willen. Also sie zeigt uns quasi nur den Weg, wir müssen sie nicht überholen oder so, Leute. So habe ich das zumindest immer verstanden. Soll den Spieler halt nur dabei halten, dass er auf dem richtigen Weg von A nach B laufen tut. Oh, okay. Damit habe ich jetzt auch nicht gerade gerechnet, dass ich dann so das verhaue. Da habe ich ein bisschen zu früh in den Helikoptermodus gewechselt. So, und hier sollten die letzten 3, 2, 1. Und da ist der letzte. So, dann haben wir auch das geschafft. Bäh. Gut gemacht, Raymond. Das war super schnell. 2 Minuten 43 Sekunden und ein paar Zerquetsche. Gut, dann haben wir jetzt noch insgesamt 4 Minuten und ein paar Zerquetsche, um das eigentliche Level zu spielen, richtig? Vorausgesetzt, wir haben nicht noch irgendwie anderen Kram, der hier jetzt passiert. Tut mir leid, dann. Es ist einfach noch Beste. Ja gut, dann verschiebt sich das doch auf hinten. Ja gut, dann. Oh, okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Ach, erzähl mir keinen Quatsch. Ja gut, das war jetzt nicht abzusehen, aber hey. Ja gut, dann machen wir das im nächsten Part lieber. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao.